So, hallo. Heute zeigen wir euch, wie wir hier am Kunzenhof Heu machen. Heu, Wiesenheu, das wirklich seinen Namen verdient. Das beste Winterfutter für unsere Graser, unsere Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde, Esel, Katzen und auch Meerschweinchen. Wir brauchen dafür 2 bis 3 Tage wirklich heißes Sommerwetter. Heuwetter ist immer Baggerseewetter. Wir zeigen euch auch ganz kurz, was wir hier machen, wenn dann plötzlich doch ein Gewitter aufzieht. Und eins ist ganz wichtig zu wissen, Gras, das mit dem Rasenmäher gemäht ist, ist als Futter für die Tiere oder gar als Heu vollkommen untauglich. Wir gehen also davon aus, ihr habt eure Wiese mit der Sense gemäht. Los! Ja, wir haben jetzt hier unsere Wiese gemäht, wie ihr seht, wie du siehst. Und jetzt haben wir heute einen wunderbaren Sonnentag, hoffentlich kommt kein Gewitter. Jetzt müssen wir das Gras trocknen. Und dazu, es liegt hier auf dem Mähspat, kommst ein bisschen näher, es liegt hier auf dem Mähspat und wir nehmen das jetzt. Und breiten es ganz locker in der Sonne aus. Es ist ganz wichtig, dass das Gras weggenommen wird vom Mähspat. Auf jeden Fall einmal komplett weggenommen wird. Und dann an einer neuen Stelle in die Sonne ausgebreitet wird. Okay, das war's schon. Okay. Los! Ja, jetzt sind ein paar Stunden vergangen, seit das Gras schön gezettelt hier liegt und es hat schön getrocknet, der Wind bläst, ziehen ein paar Wolken auf, aber ich denke, die ziehen wieder weg. Und jetzt wenden wir das Heu. Jetzt zeige ich euch, wie wir das machen. Wir nehmen einfach von dem angetrockneten Gras einen Büschel und legen ihn zur Seite. Und die Anna, die geht hinter mir her und macht das Gleiche in die freie Fläche. Wetter machen wir das jetzt heute 1 bis 2 Mal und dann machen wir heute Abend das Gras wieder zusammen. So, jetzt ist Abend. Jetzt haben wir unser Heu auf Schörler auf Schwaden gemacht. Da bleibt es jetzt über Nacht liegen. Der Wind trocknet jetzt noch und die Nachtfeuchtigkeit und der Morgentau kommt nicht aufs ganze Heu, sondern nur auf dieses kleine bisschen auf dem Schwad. Und morgen früh, wenn der Tau weg ist, dann breiten wir es wieder aus in die Sonne. Ja, jetzt ist der Morgen des nächsten Tages, des zweiten Tages. Der Nachttau ist getrocknet vom Schwaden. Der Nachttau ist auch getrocknet von der Wiese. Und jetzt breiten wir unser Heu wieder aus. Und natürlich haben wir die Möglichkeit, bei Handarbeit
dass wir dort, wo jetzt noch der Schatten von den Bäumen ist, das Heugras wegnehmen und es einfach in die Sonne legen. Es ist jetzt um die Mittagszeit. Wir wenden jetzt unser Heu. Ist ja schon ziemlich trocken, aber wir wenden ganz vorsichtig, wie ihr seht. Und das hat auch einen Grund. Die Stängel, die sind noch nass, aber die Blätter sind schon ganz trocken. Die Blätter von den Kräutern, die trocknen als erstes. Und wenn ich jetzt mit der Maschine oder nicht so vorsichtig, dann zerbröseln die Blätter und bleiben als Staub auf der Wiese zurück. Die Blätter von unseren Kräutern, das ist aber das Kostbarste. Und deswegen machen wir das Wenden jetzt um die Mittagszeit ganz vorsichtig. Es ist jetzt am dritten Tag bei uns und wir werden heute das Heu einfahren. Es ist jetzt richtig schön trocken. Wenn es ganz trocken ist, das merken wir, wenn es zerbricht, wenn wir es knicken und es zerbricht, dann ist es ganz trocken. Und wichtig ist, dass auch die dicken Stängel, der Riesenbärenklauch, dass alles trocken ist. Und wir haben hier jetzt auch viele wunderbare Blätter, Blüten, Kräuter, alles drin. Und jetzt machen wir es auf Schwad. Und über 3 Tage war ein wunderbarer Duft hier über der Wiese von dem trocknenden Heu, der Kumarinduft. Die Nachbarn haben alle gesagt, oh, ist das wunderbar, wie das hier riecht. Ja, ein wunderbares Futter, das wir jetzt in den Stall bringen. Es kann auch nach 2 Tagen trocken sein, je nach Wind, Wetter, Sonnenintensität. Aber 2 bis 3 Tage, bei uns sind 3 Tage etwas sicherer. So ein Gewitter zieht auf, da haben wir ganz schnell unsere ganz einfachen Treiberkräuter aufgebaut und hängen jetzt unser Heu, was fast trocken ist, aber noch nicht ganz trocken, hängen wir da auf zum vollen Trocknen. Weil der Qualitätsverlust ist am größten, wenn das Heu schon relativ weit trocken ist und wenn es dann reinregnet. Also machen wir schnell weiter. Ja, unser Heu ist jetzt hier im Heuboden und ist ein unbeschreiblich schöner Duft hier. Und natürlich ist es trocken gewesen, aber trotzdem fermentiert es hier jetzt noch
4-6 Wochen. Das heißt, diese 4-6 Wochen sollte man das Heu nicht füttern. Und wenn ihr zu Hause keine Schafe, Ziegen, Esel oder Pferde habt oder auch keine Meerschweinchen, dann muss ich sagen, jeder Bauer nimmt mit Handkuss euer wunderbares Wildblumenheu aus eurem Garten, das wirklich seinen Namen verdient, für seine Kälber, für die Jungtiere, für die tragenden Kühe, wo alle Kräuter und Blätter noch drin sind.